Ich will das hier haben, das sieht so geil aus, ne? Bye. Und? What? Du brauchst 3 Millionen Gold dafür. Bro, warte ganz kurz, bevor ich irgendwas tue. Du hast es gekauft. Oh mein Gott, das habe ich nicht getan, oder? Was geht, Leute? Mein Name ist Danny Jessen. Willkommen zurück zu einem neuen Roblox-Video. Heute spielen wir Hot Wheels Racing. Jeder von euch sollte Hot Wheels kennen. Das ist quasi dieses Spiel, wo du ein Auto auf dein Ding tust und er fährt es. Was hast du gesagt? Du ein Auto auf dein Ding tust. Es sind doch diese Hot Wheels-Videos auf YouTube, wo quasi die das mit so einer Minikamera oder irgendwie sowas filmen. Das ist ziemlich unterhaltsam auf jeden Fall. Aber dieses Spiel wie Hot Wheels, das Roblox-Spiel. Was sogar ziemlich populär ist. Und ich wurde fast überfahren, das tat ziemlich weh. Jetzt liege ich im Krankenhaus, Hilfe. Alter, was für ein klasse Auto sind das bitte? Mit der Power der Robux werden wir uns die besten Autos im Spiel holen und die schnellsten der Welt werden. Das klappt doch so, oder? Abonnieren kostenlos, sonst wirst du nur Autos fahren dürfen, die 20 PS haben. Leute, ich sehe mir sowas nicht aus und ich warte auch gerne. Hast du es gemacht? Wenn wir bei 2000 Likes kommt das nächste Roblox-Video hoch und check mein Merch in der Beschreibung aus. Dann gibt es bestimmt etwas, was dir gefällt. Okay, let's go. Also wir sind hier im Spiel und Cars, Spawn, du musst ein neues Auto kaufen. Ich sehe dich. Kaufe neue Autos. Okay, was ist das beste Auto hier im Spiel? Coming soon. Das Ding ist, soll ich mir sofort das beste holen? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Was sieht am geilsten aus? Oh mein Gott, das ist crazy. Anscheinend kann man auch irgendwo einen Code eingeben. Ich weiß gerade nicht, wo das war, aber das sieht schon echt geil aus. Warte mal, sind die auch schneller? Ich glaube, die Sterne sind... Ich nehme das hier. Ich will das hier haben, das sieht so geil aus, ne? Bye. Und? What? Du brauchst 3 Millionen Gold dafür. Bro, warte ganz kurz, bevor ich irgendwas tue. Du hast es gekauft. Oh mein Gott, das habe ich nicht getan, oder? Ich habe es ernsthaft gerade getan. Also ich habe 3000 Gold geholt, das wollte ich ehrlich gesagt nicht. Oh mein. Aber ich habe es getan, okay. Dann würde ich sagen, wir holen uns das Auto, oder? Ich meine, ich kann mir auch das hier holen. Rip Rod. Ist der besser? Ich glaube, der ist besser. Ja, er gibt mehr Geld. Aber ich hole mir den, weil er einfach besser aussieht. Oh mein Gott. Wir haben einen Wagen. Ich weiß noch nicht mal, was das Spiel überhaupt ist. Und ich habe jetzt schon 3000 Robux dafür ausgegeben. Das ist gestört. Okay, wie auch immer. Also, bitte lasst einen Daumen nach oben da. Das ist jetzt das Video auf jeden Fall wert, oder? Oh, crazy. Das ist ja quasi so... Das hat voll sein eigenes System. Komm, rede mit mir. Level up, okay. Jetzt schon ein nettes Auto. Ja, ich meine, das wurde wahrscheinlich das beste Auto im kompletten Spiel jetzt. Also, was? Lass uns sehen, was du damit machen kannst. Das willst du nicht sehen. Mit dem Auto kann ich einiges machen, glaube ich. Quest start, everything is drivable. Alter, achso, wir können jetzt quasi, hier gibt es diese Portale. Wir können da jetzt reingehen. Alter, das sind echt krasse Autos, aber ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr ein besseres Auto habt als ich. Spawn. Let's go, F, enter. Oh mein Gott, ich habe mein eigenes Wagen. Die Frage ist, waren das 3000 Robux gerade wert? Hundertprozentig nicht. Drag Race, lass mal da reingehen. Ich würde gerne ein Rennen machen. Muss ich warten oder wie? Ich glaube, ich muss aber hier warten, oder? Ja, Quest complete, okay. Ich werde hier warten und hoffen, dass jemand mit mir Rennen machen will. Okay, anscheinend sind wir zu wenig. Na gut, dann lass mich in so ein Portal hier gehen. Das muss es jetzt besser wert sein, nicht ohne Scheiß. Wenn es das nicht wert ist. Nein, ich will keine Robux ausgeben. Was zum Teufel, ich habe schon genug Robux ausgegeben. Es war sogar aus Versehen. Okay, ich brauche alle möglichen Sachen. Wie bekomme ich denn Flames dazu? Ach so, ich bekomme jetzt Flames dazu. Indem ich drifte? Ah, ich muss die aufsammeln. Ah, ich sehe dich. Glaube ich, oder? Sind das die Flames? Ich glaube, ja. Wie viel habe ich jetzt? Steht hier nicht wirklich. 32 brauche ich, um hier reinzugehen. Nein, 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 niemals, niemals. Ich habe nur 8000 Robux. Ich hatte vorher 11000 oder so, okay? Und dann ist das passiert. Oh, Drag Race. Ja, let's go. Ich will mitmachen. Geht's? Es funktioniert irgendwie nicht. Ich verstehe das irgendwie nicht, das Spiel. Oh mein Gott. Jetzt geht's los mit dem Drag Race, okay. Warte mal, habe ich einen Boost? Okay, ich muss sagen, die anderen Autos sehen auch sehr schnell aus. Sehr schnell. Oh mein Gott, ich habe einen Boost. Was zum Teufel? Warte mal. Komm schon, ich habe 3000 Robux ausgegeben. Es kann nicht sein, dass ich schneller sei als ich. Das macht keinen Sinn. Aber, ja, anscheinend sind die schneller als ich. Oh mein Gott. Ich bin halt, ich kann es irgendwie nicht glauben. Sind die ernsthaft schneller als ich? Komm schon, ich habe einer der besten Autos im Spiel. Anscheinend ja. Was soll ich dazu sagen? Bin ich jetzt hier in einer neuen Gegend oder was geht hier ab? Vor allem hier passiert so viel, ne? Das ist echt crazy für hier. Ist okay, wir folgen einfach mal dem Strich hier. Der wird mich schon dahin führen, wo ich hin soll, richtig?
Also mit ihm reden, okay. Wie, jemand klaut mein Auto. Aha. Aha. Holy smokes. Du bist ein krasser Fahrer. Ich weiß, ich weiß. Jetzt ist Zeit zum Upgraden. Okay. Du solltest dich vorstellen. Alles klar, werde ich tun. Akzeptieren. Ich meine, mir wird hier mein Pfeil angezeigt, deswegen werde ich alles akzeptieren. Ich hoffe, die können mein Auto hier nicht nehmen. Das wäre ziemlich problematisch. Könnt ihr aber anscheinend nicht. Hot Wheels. Ist es eigentlich so ein originales Spiel von Hot Wheels? Das frage ich mich gerade. Hi, was geht? Kann ich hier mein Auto upgraden? Aha. Oh, nice. Was ist dieser Geruch? Riecht nach Motoröl und Epischnismus. Ja, das tut's auf jeden Fall. Ganz ehrlich, ich mag Motoröl auch, wie es riecht. Oh, Chase und Elliot haben mich davor gewarnt, dass du kommst. Lass mich dein Auto mit paar Modifikationen, okay, upgraden. Hier ist Upgrade. Okay, ja, ich mach's mal, was soll's. Wo soll ich jetzt? Upgrade dein Auto im Menü. Ich muss kurz hier einsteigen, Customize. Okay, oh mein Gott. Das muss ein Originalspiel von Hot Wheels sein. Das ist crazy, Bro. Habe ich genug überhaupt? Ich habe nicht genug Zahnräder, leider. Ich war an den Upgrades hier. Oh, wir können sogar das, den, okay, kein Wunder, dass ich schneller war als ich. Also, wenn ich hier noch Upgrades holen kann, dann ist vorbei. Aber ja, was soll ich tun? Equip. Ich habe jetzt den ersten Motor, aber der hat nichts gekostet. Kann ich ja auch nicht holen. Oh, Räder. Equip. Habe ich jetzt? Also, wir haben jetzt Räder, die für Rennen sind. Das ist schon mal sehr gut, auf jeden Fall. Suspensions gibt es hier auf jeden Fall auch noch. Sieht interessant aus. Die Räder haben leider keine andere Farbe. Was sehr, sehr schade ist. Ja, die Sachen kann ich mir leider nicht holen. Ich weiß nicht, ob man irgendwie... Ach, hierbei. Lass mal sehen, wie viel Robux es kostet. Wurde sich angezeigt? Du brauchst 50 mehr Gear. Ich glaube, es könnte sein, dass wir das nicht mit Robux holen können. Okay, wie komme ich jetzt hier zurück? Enter einfach? Ne, Enter funktioniert nicht. Farbe. Oh mein Gott, okay, let's go. Funktioniert irgendwie auch nicht gerade. Vielleicht muss ich ja noch klarkommen. Und das tue ich, wie ihr sehen könnt, anscheinend gerade nicht. Ach, hier ist es X. Okay, ich sehe immer noch gleich aus. Aber ich habe auf jeden Fall den neuen Motor, oder? Ich gehe nochmal kurz zu ihm hin. Mal gucken, was er zu sagen hat. So, let's go. Aha, aha, ich liebe diese Aha. Erfolgreich, dein Auto wurde geupgradet. Und du hast mehr Flammen, nice. Hm, aber wir sollten... was? Sein Aussehen auch verändern. Ja, okay, meinetwegen. Wenn du es unbedingt willst, ich meine, ich brauch's nicht. Mein Auto sieht perfekt aus. Das Ding ist, wir können nicht das Aussehen verändern. Ich meine, under maintenance. Ja, wir können das Aussehen ja nicht verändern. Wir, die Räder habe ich ja geholt, aber die sind jetzt auch nicht grüner. Also, keine Ahnung. Hier, Appearance. Ich habe halt nicht genug davon, ne? Oh, die Farbe kann ich jetzt aber ändern. Ich will so ein... Ich mag gelbe Autos, irgendwie finde ich cool. Aber ich nehme so einen grün. Ah, hier kann wir sogar die... What? Die Helligkeit. Ach so, ich sehe dich. Oh mein Gott. Warum ist so richtig gelb? Reflekt. Okay, es reflektiert sogar. Apply. Was, hat es funktioniert jetzt oder nicht? Ich gehe jetzt mal raus, dann sehen wir es. Natürlich. Oh, doch, es hat funktioniert. Okay. Alles klar. Warte mal, haben wir nicht genug Flammen, um zum ersten Portal zu gehen? Da ist Ausrufezeichen auf der Map. 50 brauchen wir dafür. 32 brauchen wir dafür. Wir haben nur 22. Ich brauche auf jeden Fall noch mehr. Lass mal mit dem Typen reden hier. Anscheinend sollen wir das tun. Aha. Aha. Oh, toll. Ich bin froh, dass du hier bist. Preston hat mich geprankt. Und hat meine glückliche Flamme, meine Kollektion versteckt. Sie sehen so aus. Okay. Er hat gewettet, wenn wir es finden, dann wird er uns das geben. Ja, ja, okay, ich werde es schon machen. Ja, ja, ja. Akzeptieren. Ich meine, mir fällt nichts anderes ein, was ich sonst tun soll, außer das. Also, wir müssen die Flammen finden, anscheinend. Was weiß ich, wo die sind? Wir wissen auf jeden Fall... Oh, da sind sogar Zahnräder. Ach, hier kann ich die Zahnräder finden. Hat er mein Zahnrad geklaut? Ich glaube, das hast du getan. So kann man Boost geben. Bro. Mein Auto ist so cool, aber ich will es gerne mehr upgraden. So, die anderen Autos sind viel mehr geupgradet als ich. Wie viele Zahnräder gibt es? Ein Zahnrad nur, ne? Oh, und wieder ein Level aufgestiegen. Okay, das respektiere ich. Hier gibt es noch mehr Autos. Ja, das wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Da unten wird mir hier was angezeigt, aber die Frage ist, wie kommen wir da hin? Zieh das mal rein. Da unten wird irgendwas angezeigt. Ist es so, als gäbe es hier irgendwie einen Keller oder sowas? Das könnte sehr wohl sein. Und ich habe keine Ahnung, wo ist der Keller. Okay, wir können also auch driften hier mit... Oh mein Gott, let's go!
Oh mein Gott, Turbo, so kann man mit F rausgehen und mit X kann man sogar springen. Das ist ein sehr komischer Button zum Springen. Normalerweise müsste das Leerzeichen sein, aber Flip? Wie Flip? Mit V? Warte, können wir springen und flippen? Okay, das geht aber nicht. Keine Ahnung, was das dann heißen soll. Aber ja, ich bin ein bisschen lost, weil ich habe das Gefühl, hier gibt so viel zu machen und ich weiß nicht, wo ich überhaupt anfangen soll. Oh mein Gott, da ist ein fetter Looping. Ich würde gerne den Looping verwenden. Kann ich den verwenden? Bestimmt, oder? Ich brauche ein paar mehr Level, das ist das Ding. Oh mein Gott, let's go. Ah, Flip. Ah. Flip bedeutet, wenn wir quasi um den Kopf landen, dann können wir wieder aufstehen. Okay, ich will den Looping verwenden mit Boost. Lass mal sehen, ob es beim ersten funktioniert. Ich finde, das Spiel ist auf jeden Fall sehr gut, das Spiel. Es läuft auch relativ flüssig. Und hier gibt es Loopings, was das Spiel noch ein Million Mal besser macht. Also, let's go. Lass uns das probieren. Und gib Gas. Oh mein Gott. Nein, ich fahr runter. Ja, das hat natürlich nicht funktioniert. Ich bin sehr enttäuscht, ehrlich gesagt. Und da ganz ehrlich, dafür, dass ich da so Robux gezahlt habe. Warte, wir bekommen die ganze Zeit mehr Geld dazu. Alter, ach so. Je mehr wir damit rumfahren, desto mehr Geld bekommen wir davon. Jetzt verstehe ich. Und es gibt ja auch Crates. Damit können wir auch Sachen holen. Und zu kleiner Wahrscheinlichkeit bekommen wir dann Autos oder wahrscheinlich andere Sachen noch. Let's go, spring hier hoch. Und bam. Whee! Okay. Okay, ich sehe dich. Anscheinend geht übrigens mein Auto nicht kaputt. Ich meine, das sind Hot Wheels. Die gehen nicht, aber auch nicht kaputt. Die sind so stabil auf jeden Fall. Gibt es Explosion hier bestimmt, oder? Explodieren die? Ja, die müsste explodieren, oder? Komm schon. Ja, ich bekomme immer Flammen dazu. Ich würde auch gerne zur nächsten Gegend gehen. Aber dafür brauchen wir 32. Das ist das Problem. Ich würde gerne in die Stadt gehen. Also anscheinend ist es einfach nur ein Rumfahrspiel. Wir fahren einfach nur rum und machen Sachen. Was ist das hier? Kann ich einfach drauf auch rumfahren? Ich meine, ich kann auf jeden Fall hier drauf gehen. Ja. Ist sehr interessant auf jeden Fall, aber mehr auch nicht. Also wir können viel, viel rumfahren auf jeden Fall. Und wir bekommen immer mehr Geld dazu. Nun, jetzt bereue ich natürlich, dass ich nicht den anderen Wagen genommen habe. Und so viel, so schnell bekomme ich auch nicht Geld dazu tatsächlich, okay? Muss ich wirklich sagen. Und hier haben wir eine... Alter! Was zum Teufel? Wo bin ich überhaupt? Ich bin, ich sehe mich dort nicht mal. Kann ich den Wegpunkt setzen? Ja. Lass mal hier zum Rennen gehen. Lass mal gucken, ob das irgendwie... Wird das jetzt angezeigt, mein nächstes Ziel, oder wie sieht's aus? Ich weiß, wie gesagt, nicht, wo ich... Ah, da hinten. Ja, lass mal so ein Rennen hier machen. Das wäre ganz witzig. Vielleicht können wir dadurch mehr bekommen. Weil ich will halt gerne... Ich meine, Hot Wheels sind ja quasi Rennen, oder? Also, egal, was wir jetzt hier tun, wir fahren momentan einfach nur hier lang. Warte mal, da komme ich doch nicht mal hin, oder? Nein. Ich könnte Robux zahlen, um da hinzukommen. Aber was bringt das? Bringt das wirklich irgendwas? Ich meine, ich habe doch gleich eh das Level erreicht, richtig? Ach, hier oben bin ich. Jetzt sehe ich mich. Das heißt, wir können theoretisch hier zu diesem, warte mal. Ich bin verwirrt. Hier können wir aber hin, oder? Oder hier. Ich glaube, das sollte gehen. Ich glaube, da sollten wir hingehen. Also, let's go. Wir folgen einfach dem... Warte mal, das ist schon wieder so weit entfernt. Wieso ist das jetzt so weit entfernt? Anscheinend kann ich da doch nicht lang, aber ich probiere es mal. Nee, das ist außerhalb der Map schon wieder, ne? Ja. Hä, das sieht so aus, als wäre es in der Nähe von mir, aber ist es auf keinen Fall... Alter, hier ist der... What the hell? Ich gehe mal hier lang. Bro. Ich muss die... ganz ehrlich... ich verstehe nicht, wie ein das Spiel nicht überfordern kann, ey. So, das ist crazy. Ja, hier brauche ich auch mehr. 94, wisst ihr was? Du kannst mich mal. Jetzt, wo ich sowieso schon mehr Robux ausgegeben habe, du kannst mich mal spielen. Das ist richtig. Okay, wir haben jetzt einen neuen Ort freigeschaltet. Frag mich nicht, wieso... Oh, was? Invited you to a drag race. Ich wurde eingeladen zu einem Rennen. Alles das werde ich tun. Wieso nicht? Das werden wir tun. Ich glaube, wir müssen warten. Ja, ich glaube, wir müssen warten. Okay, was gibt es hier zu machen? Small Town Sir Bob. Sind wir das eine neue Gegend? Das ist eine komplette Stadt, in der wir spielen. Das ist so crazy, ne? Hier kriegen wir Boost. Und jetzt, wo lang? Hier lang? Okay, ich sehe dich. Bro, was geschieht hier gerade? Okay. Ich brauche 3 Millionen Coins auf jeden Fall fürs nächste Auto. Das weiß ich auf jeden Fall. Aber ich bekomme so schnell natürlich die Coins nicht dazu. Okay, was ist denn das? Eine Stadt hier? Ja, das ist auf jeden Fall eine Stadt und sehr merkwürdige Häuser. Sieht ein bisschen so aus, als würden hier Indianer sowas leben. Okay, das Ding ist, es ist wirklich nicht so einfach, das Teil zu steuern. Ja, ich will gerne mitmachen. Ah, let's go. Jetzt geht's los. In 10 Sekunden. Seht ihr das? Ich falle jetzt runter. Ganz ehrlich, die Steuerung ist nicht so easy. Lass mal kurz gucken. Ah, ich glaube, das ist eher so ein Spiel, was man eher mit Controller spielt, oder? Ihr könnt euch ja vorstellen. Ich probiere es mal. Let's go. Okay, wie gebe ich mit Controller Gas? Oh, ich weiß es nicht.
Okay, ich kann so springen. Ich kann nichts sehen. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Was ist hier gerade los? Respawn. Ja, okay, also, ja, das war keine gute Investition. Das kann ich euch schon mal sagen. Ich habe keine gute Investition gemacht in das Spiel. Also, natürlich wusste ich es schon von Anfang an. Aber ich, bin ein bisschen verwirrt auf jeden Fall. Ich meine, mein Auto wird dir nicht mehr angezeigt. So, was weiß ich, frag mich bitte nicht wieso. Aber okay. Oh, jetzt bin ich wieder hier. Geht es nochmal ab? Okay, ich werde mal den Controller einfach weglassen. Okay, kann ich bitte dann fahren jetzt, bitte? Let's go, ja. Aber ich sehe mich schon wieder nicht. Ich sehe mich nicht. Alter, hier bekomme ich auch viele Münzen dazu. Aber ich sehe mich halt nicht, ne? Ich bin zweiter Platz. Ich sehe mich nicht, okay. Ich verlasse das Rennen. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht machen. Das ist ein Rennen, wo du nicht sehen kannst, wie wo du lang fährst. Das ist kein Rennen auf jeden Fall. Also das kann sich ja keiner antun. Collect. Ich nehme meine Sachen mit, die ich mir verdient habe. Meine Errungenschaften. Und jetzt würde ich gerne hier verschwinden. Nein, ich will keinen Rennen mitmachen. Ich will einfach nur verschwinden. Oh mein Gott. Also das ist schon ein Problem auf jeden Fall, was hier abgeht gerade. Na gut, weiter geht's. Weiter geht's. Also ganz ehrlich, Drag Race schon wieder. Nee, Drag Race, da habe ich keinen Lust mehr drauf. Ey. Also ich glaube einfach, wenn ich den Controller in Ruhe lasse, ist alles okay. Also, ich glaube, ich könnte ein paar Quests machen. Ich habe die Quests ja, ich habe das Spiel nochmal neu gestartet. Aber warte mal, lass mich jetzt hier mal einfach so, hier. Genau, einfach hin teleportieren jetzt. Und wir sind jetzt im neuen Areal. Ja, jetzt. Okay, das sieht schon sehr cool aus, aber zum Beispiel hier, seht ihr das? Ich weiß gar nicht, wo ich lang soll. Soll ich einfach nur rumfahren und die Münze einsammeln? Weil hier ist alles sieht irgendwie gleich für mich aus. Es ist wirklich crazy auf jeden Fall. Also, ich bin ganz ehrlich, das Spiel ist nicht mal gut. Es ist wirklich nicht gut. Also, es ist meine Schuld, dass ich so viel dafür ausgegeben habe. Es ist cool irgendwie, aber es ist halt irgendwie verwirrend, okay? Aber ich muss auch dazu geben, es ist nicht so einfach, ein Open-World-Game zu machen. Drifty Hills, lass mal da lang fahren. Okay, jemand will wieder Rennen machen. Ich probiere es nochmal, in der Hoffnung, dass es diesmal funktionieren wird. Alter, jetzt bin ich schnell. Oh mein Gott, so schnell muss ich sein. Genau so schnell muss ich sein. Bro, okay, das ist geil. Oh, Unfall. Okay, wenn man schnell wird, ist das geil. Ah, damn. Okay, bitte, es funktioniert diesmal. Bitte nicht immer dasselbe wie beim letzten Mal. Okay, die Kamera macht schon mal mit. Die Frage ist, kann ich das gewinnen oder nicht? Okay, let's go. Geboost. Oh mein Gott. Wieso bist du schneller als ich? Ich verstehe das nicht. Alter. Ich verstehe nicht, wieso du schneller bist als ich, ehrlich gesagt. Ich kann das nicht nachvollziehen, sorry. Das verwirrt mich schon ein bisschen stark. Ja, das war merkwürdig. Ich meine, hatte er wirklich ein besseres Auto als ich? Ich meine, theoretisch habe ich doch die Macht der Robux. Ich kann da nicht lang, oder? Doch, ich kann ja lang, okay. Jetzt bin ich wieder ultra schnell. Aber dann falle ich ja runter. Also quasi, ich bin zu schnell, um hier zu sein, quasi. Und die Frage ist, wo wollen wir als nächstes hin? Ich sage, das sieht hier aus wie so eine Zukunftsstation. Ziemlich cool auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, ich kann mir vorstellen, dass das echte Hot Wheels besser ist als dieses Spiel. Ich habe das echte Hot Wheels noch nie verwendet, aber sieht sehr spaßig aus. Definitiv sogar. Jetzt bin ich gefangen. Okay. Ich steige mal kurz aus und gehe mal kurz weg. Ich kann nicht weggehen. Okay. Kann ich runterfallen hier wenigstens? Ja, das geht. Okay. Okay. Oh, was ist hier? Hot Wheels. Okay. Habe ich noch was Geheimes gefunden? Lass mich raten. Nein, oder? Oh, Sammelobjekte habe ich gefunden. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich meine, hier gibt es mehr Rennen auf jeden Fall. Aber mehr. Ach, hier. Body Shop, Dealership, Race Rings, Collectibles. Ah. Und aktive Quest. Ach, hier kann man dann sehen, wo es zur Quest geht. Ja gut, ich habe die Quest entfernt leider, ne? Okay, lass mich kurz mal mein Auto wieder spawnen. Let's go, wir haben wieder das Auto. Und weiter geht's. Ah, wir haben jetzt genug. Let's go. Jetzt können wir ein Pattern hier wählen. Was gefällt mir gut? Das sieht schon mal nicht schlecht aus, aber... Okay, die sind alle nicht so teuer. Die sind alle nicht... Das nehme ich. Das ist geil. Okay. Dafür habe ich Zahnräder verbraucht. Aber das ist doch ein Pattern, oder? Habe ich jetzt, lass mal kurz sehen, ob ich jetzt hinbekommen habe, die Quest. Ja, habe ich. Sehr schön. Quest complete. Das ist sehr schön. Und beim Rennen will ich das nicht machen. Mein Auto ist zu schnell für diese Strecken, jetzt ohne Kacke. Das ist viel zu schnell.
Und jetzt muss ich noch Collectibles finden. In To East. Was? To East on Daredevil's Ridge. Okay, lass mich hier nochmal kurz nachsehen. Ich meine, die Quest wird hier nicht angezeigt. Hier. Normalerweise müssten wir ein pinkenes Ausrufezeichen sehen, aber es wird hier halt nicht angezeigt. Oh, obwohl doch. Das könnte hier sein. Doch. Ich mach da mal ein Ziel hin, kann ich? Ach, hier, genau. Ich fahre mal einfach dahin. So, ich mach's einfach mal so. Das sollte okay sein. Oder hier hin, ja. Okay, wo bin ich jetzt? Wo ist der rote Punkt? Oh, ich bin irgendwie ins Wasser gefallen. Anscheinend kann ich fahren. Ich muss aber zugeben, mein Wagen sieht richtig geil aus. Würde mich interessieren, was die Höchstgeschwindigkeiten hier sind. Weil ich weiß, Hot Wheels im echten Leben können auf jeden Fall sehr schnell sein. Oh mein Gott, komme ich hier raus? Okay, lass mich kurz aussteigen. Ich glaube, das wird so nix. Oh Gott. Was ist das hier? Ist das Eis oder was genau soll das sein? Okay, ich glaube, respawnen, oder? Oh, perfekt. Das ist geil. Da hinten wird es eine Zeit. Ah, let's go. Okay, spawn. Wir fahren da natürlich hin. Weil sonst zu lange dauern würde. Ah, hier. Ich meine, ich gehe einfach mal rein. Da ist ein Ausrufezeichen, also. Let's go. Und sehen. Okay, das hätte ich am Anfang eigentlich schon machen müssen, aber... Wie gesagt, ich wollte mich mal umschauen beim Spielen und das alles verstehen überhaupt. Okay, speaking of hooks, bla bla bla. Lass mich sehen, was du finden kannst. Ich soll Piraten... Okay. Akzeptieren. Find Captain Car. Und da hinten wird ein Ausrufezeichen angezeigt. Also wir sollten eigentlich immer dahin. Mein Auto ist cooler als deins. Und der Sound ist auch ziemlich geil auf jeden Fall. Okay, 9000 Meter von uns entfernt. Die Frage ist, können wir da überhaupt schon hin? Weil wir können ja nicht in jede Gegend gehen. Wir können ja nur an manchen Gegenden gehen. Okay, let's go. Der Sound wird lauter. Respektiere ich irgendwie. Langsam, was ich hier bekomme, ich dann auch mehr Münzen. Kann ich hier lang? Let's go. Oh mein Gott, ich bin so schnell. Oh mein Gott, ich bin so verdammt schnell. Warte, chill. Ich will nicht runterfallen. Ich will auf keinen Fall runterfallen. Okay. Okay, warte, stopp mal. Ich fahr jetzt aber hier lang. Wie kann ich auch springen? Ich hab's vergessen. Mit X. Ah, mit X. Das ist wirklich der merkwürdigste Button zum Springen. X. Das, ja, lassen wir mal lieber sein. Ich weiß gar nicht, ob richtige Hot Wheels springen können. Ich hab die halt noch nie verwendet, ne? So, gehen wir mal dahin. Und... Okay. Wir können hier lang auf jeden Fall. Ja. Hier ist irgendwas. Ein Ball. Soll ich den Ball da reintun? Ah, ne, hier ist eine weitere Person. Ah, mit dem müssen wir reden. Hundertprozentig. Wer bist du, Captain? Aha. Captain, ach so, du bist ein Pirat. Sure, mit Timbers the City came out of nowhere. Diese Stadt kam aus dem Nirgendwo. Ja, I'd be hunting for treasure. Ich werde Schätze finden. And methinks... This land is full of it. Und dieses Land ist voll davon. Hilf mir, das zu finden. Okay. Ja. Doch, werde ich machen. Let's go. Okay. Wir müssen halt Schätze finden, ne? Warte mal. Sieht das nicht so aus wie so eine Gegend, wo Schätze sind? Hundertprozentig, oder? Warte, ich fahr mal lieber. Hier können doch Schätze sein. Snake Race. Keine Ahnung, was das ist, aber die Rennen, die ich gespielt habe, waren alle sehr gerade. Komm schon, würde ich einen Schatz verstecken, wäre das hier so in der Gegend auf jeden Fall. Das steht fest, weil ich meine, das ist Sand. Hier kann man einen sehr guten Schatz verstecken. So in der Wüste. In der Wüste, wer findet da bitte einen Schatz? Ich weiß nicht, eigentlich, wie viele Schätze in der realen Welt versteckt sind. Was? Love the smell of gold in the morning. Here is your reward. Was? Hat's funktioniert? Ich habe einen Schatz gefunden. Anscheinend sind die... Ah, das ist sowas wie Zahnräder. Die sind einfach hier irgendwo auf der Map, ne? Ich verstehe. Ja, kann ich bekommen? Ich lese mal erstmal auf Englisch durch und dann auf Deutsch, weil dann kann ich gleich übersetzen. Gold Ahoy, ja, the treasure be beautiful, but alas, I've misplaced one. Okay, bla bla, I dropped through underground cave. Okay. Ich soll zum Norden gehen und dort soll ich noch einen geheimen Schatz finden. Du bist Pirat halt, ne? Die wollen halt immer Schätze haben und alles Mögliche. Alles klar, werde ich tun. Nein, ich werde dort keinen machen. Ich bin da beschäftigt mit Geld verdienen und reich werden. Das ist halt eine Beschäftigung, die ist episch. Ich soll zum Norden gehen. Aber hier wird kein lilaner Punkt angezeigt. Das ist gerade sehr sad. So, lass mal sehen, ob ich hier irgendwo einen finde. Oh Gott. Ich hab eine Idee. Warte kurz mal. So wird es nicht angezeigt. Ich gehe nochmal kurz zurück und gehe nochmal kurz zum Menü. Jetzt zur Quest. Ah. Pin, Treasure, Pin. Ach hier.
Find the Lost, genau. Ja, ja, doch. Aber wieso wird das nicht angezeigt? Das sollte natürlich angezeigt werden, oder nicht, wo ich lang soll. Aber woher soll ich wissen, wo ich lang soll? Woher soll ich wohl wissen, wo Norden ist? Nie ohne Seife waschen. Ich meine, hier wird wahrscheinlich Norden sein, ne? Aber soll ich da hin? Ich glaube nicht. Ich weiß es wirklich nicht gerade. Warte mal, ich sehe gerade, wir können sogar einen eröffnen. Was? Oh. Ich habe ein Auto gewonnen. Damn, Bro. Warte mal kurz. Rarest Cars. Hier sind die seltensten Autos. Oh mein Gott. Wie viele Münzen? 8%? Okay, warte mal. Wie teuer für Robux? 12.000 Robux. Ja, genau. Hier für 1 Million können wir das kaufen. Warte mal, sind die sogar besser als meine Autos? Let's go. Ich hol mir das, Bro. Ich hol mir das. Nein. Ich habe keinen Skin bekommen, oder? Oh mein Gott. Ich habe das Gefühl, mein Auto ist nicht mal so gut. Es tut mir leid. Ich habe einfach das Gefühl, mein Auto ist nicht mal so gut. Ah, nee. Warte mal, wo gehört mein Auto? Redline. Das sind die ganz seltenen Autos. Die geben unnormal viel Geld. Aber warte mal, die sind gar nicht so teuer. Ist mein Auto nicht hier? Mein Auto ist doch hier irgendwo, oder? Ja doch, ich hab eine der besten Autos. Ich hab's gekauft. Aber ich habe auf jeden Fall einer der besten Autos. Mehr gibt's halt nicht, ne? Mehr kommen bald, aber... Hier sind die Basic, dann kommen... Ja, doch. Ich würde schon sagen, dass wir einer der besten Autos hier haben. Aber trotzdem sind wir nicht allzu schnell. Wahrscheinlich, wenn wir das Auto nochmal upgraden können. Und ich habe es nicht allzu sehr geupgradet. Das ist quasi das Ding. Aber ja, wie gesagt, ich weiß wirklich nicht, ich würde zum Race eingeladen. Ich werde es mal machen, aus Spaß. Mal gucken, ob ich das dieses Mal gewinnen kann. Ich habe mein Auto halt nicht verbessert, deswegen werde ich wahrscheinlich nicht gewinnen. Aber ja, ich glaube, wir müssen jetzt einfach wirklich nach Norden oder Osten gehen. Okay, let's go, machen wir mal ein Rennen. Lass mal sehen, ob ich diesmal gewinnen kann. Okay, let's go. 3, 2, 1 und go, gib Gas. Gib Gas. Ich bin, ist er nicht da, dass ich? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Und? Oh mein Gott. Oh mein Gott, du bist sehr schnell. Aber nicht da, dass ich. Let's go, endlich habe ich mal gewonnen. Endlich habe ich mal gewonnen. Das habe ich auch verdient, ehrlich gesagt. Das habe ich sehr, sehr stark verdient. Das steht fest. Aber gut, ich würde sagen, ich werde das Video vorerst mal stehen lassen. Zum Schluss wird das Spiel doch noch besser. Also, es ist nur verwirrend am Anfang, wenn man es noch nie gespielt hat. Und die Frustration, wenn man so viel Robux ausgegeben hat oder das aus Versehen, ne, das tut halt wirklich weh. Also, bitte lassen da mal oben da. Abonnieren kostenlos, bitte abonnieren kostenlos. Aktiv die Glocke, falls du abonniert hast. Und, check mal in der Beschreibung aus, falls du es nicht getan hast. Und bis zum nächsten Video. Bye.